Willkommen, Freunde, wir spielen Twin Mirror weiter. Die Story muss ja weitergehen. Wir sind immer noch auf der Suche nach Dennis. Dennis soll angeblich im Jungle Basswood arbeiten. Ich hoffe, dass er da aufgetaucht ist. Ansonsten mache ich mir langsam Sorgen um den Jungen. Denn wir hatten ja eine Auseinandersetzung mit Dennis. Eine kleine Prügelei. Und seitdem sind wir morgens aufgewacht. Haben Shirt angehabt mit Blut. Wissen nicht, wo das Blut herkommt. Tja. Und jetzt haben wir die Schwierigkeit rauszufinden, was passiert ist. Weil wir hätten uns ja mit Dennis geprügelt, aber lebt Dennis noch? Haben wir den so platt gehauen, dass er vielleicht gestorben ist oder so? Oder will man mir was unterjubeln? Das ist noch nicht so richtig raus. Naja, es bleibt auf jeden Fall spannend. So, das ist das Black Heart Hotel. Wollen die mit mir reden? Nee, ich glaube nicht. Die sehen auch nicht so redselig aus. So viele Unternehmen haben der Stadt den Rücken gekehrt. Ja. Das glaube ich. Still gotta check the Basswood Jungle. Hopefully Dennis is working today. Okay, Basswood Jungle muss denn hier in der Nähe sein, ne? Bin ich da schon wieder vorbeigelaufen? Ist auch gar nicht. So, das ist das Black Heart Hotel. Was haben wir denn hier? Hier haben wir den Drugstore. Das ist das Musikgeschäft. Das ist aber zu. So, das ist das Café. Jetzt müssen wir das Basswood Jungle suchen. Ist das denn hier in der Nähe? Still gotta check the Basswood Jungle. Hopefully Dennis is working today. Oh, wo ist denn das Basswood Jungle? Ist das hier drüben? Ne, da ist er zu. So merkwürdig. Warte mal, da ist ja noch eine Nebenstraße, oder? Ne, hier ist das Hotel. Dennis! Dennis, wo bist du? Wir suchen dich. Der Drugstore. Ach, Basswood Jungle. Oh Gott. Ich habe nur das Schild gelesen und dachte, das ist ja die Zeitung und dachte so, das wäre das Rathaus. Ah, wie peinlich. Naja, gehen wir mal rein. Ich hoffe, Dennis ist wieder aufgetaucht. Wir haben ihn gesehen. Ja, ist zu. My, my, my. Look what we got here. Showing your face in town again. I thought you were smarter than that. But I'm glad we ran into you. We have unfinished business after all. Joel, look. Careful. I don't want to have this conversation again. We clear? Zurückschlagen, komm. Das lassen wir uns nicht gefallen. Nice sucker punch. Got some bite. Well now, seems you want a beating. I can oblige. Declan's right down the street. Ja, los, komm, verpisst euch, ey. This is a small town. There's not enough room for you in it. Da sei nochmal angemerkt, Gewalt ist keine Lösung. Ich muss aber auch sagen, ich bin ja an denen vorbeigegangen und habe mir noch gedacht, ey, ne, die sehen ja schon ein bisschen übel aus. Was sind das für Leute? Ne, und dann, ja, gehen die mir sogar noch auf den Sack, ärgern mich. Sind schlecht auf mich zu sprechen. Wobei die ihre Scheiße in der Mine selber verursacht haben. Oh, die Tür ist sogar auf. Mitarbeitereingang, Employees Only, stand da. Ich kann nicht vorstellen, dass die Zeitung zu hat und er, dass er da ist, also dass er hier arbeitet. This place used to be my home, or at least felt like it. Where is Dennis? He should be in here.
Genau, wir haben ja hier auch mal früher gearbeitet, genau. Und was ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass hier jemand arbeitet, weil vorne abgeschlossen ist. Dass, ja, dass Dennis dann hier arbeitet, ne? Hier ist ein Computer an. Dennis. Alter! Dennis. Ich hab's doch gesagt, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Und das werden die mir in die Schuhe schieben, Happened? oder? Ja, jetzt wird spannend. Hab ich ihn umgebracht? Schaffst du es denn, wenn du dich konzentrieren kannst, du jedes Problem knacken. Sam, no, don't think about that. Don't let it in. Töten. Hey, keep going. You got this. Was haben wir denn hier? Töten. Töten. Töten, töten. Give up, Sam. You almost have it. Ja, ich kann die doch nicht alle töten hier, oder? Focus on me. Bewegen kann ich mich nicht, also ich kann nur auf der Stelle stehen bleiben. Jetzt kann ich hier wieder Sam, töten. No, don't think about that. Don't let it in. Töten. Focus on me, Sam. Dennis is a distraction. Okay, wenn wir keine andere Möglichkeit haben, haben wir hier nur Dennis töten. Das haben wir. Konzentrieren. Töten, töten, töten. Ich will aber nicht töten. Ich will hier. Muss doch einen anderen Hinweis hier noch geben. Ach, hier. Ah, shit. Das haben sie ein bisschen blöd gemacht, muss ich sagen. Also, ich muss dann ab und zu gucken, ob einer, also quasi mein Spiegelbild da ist. Sam, no, don't think about that. Don't let it in. Da muss ich mich halt konzentrieren. Ach, da ist er. Alles klar, jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Also, ich gucke erstmal. Hinten ist er. B, konzentrieren. So, jetzt hier. Don't give up, Sam. You almost have it. Konzentrieren. Ja. This is Dennis's office. There must be some clues around. Also wenn er ins Blut getreten ist und hat hier seine Fußabdrücke oder so irgendwo hinterlassen, dann hat er ein ganz anderes Problem. Oder wenn sie DNA-Spur nehmen. Figure this out before Dennis dies again and the panic overwhelms you. Chest wound. What kind of weapon did this? Gunshot. The bullet went clean through. The
killer must have been close. Where did the bullet go? Some IT documents. Nothing useful. Blood all over the monitor. Not much to go on. I need something useful. Ja, Dennis' Verletzung, was haben wir hier? The chair is pretty far away from the desk, but I don't think that's important. Dennis' Verletzung, konzentrieren, was haben wir hier? Bewegter Stuhl. Gehen wir nochmal auf die Verletzung ein. Chest wound. What kind of weapon did this? Gunshot. Schossen die Kugel ging glatt durch, der Mann muss nicht drin gewesen, wo die Kugel ist. So. The blood got all over the wall here. But where did the bullet go? Wo ist die Kugel hin? Kugeleinschlag. The bullet stopped here. Small caliber like Dennis's gun. I need to find that gun. The angle this was the shooter's position. Was it me? From the angle this was the shooter's position. Was it me? Sam, stop it. Come back to reality. But I You didn't do anything. Dennis was already dead when you arrived, can't you see? Dennis was shot, and you don't even own a gun. How could you have done it? All you did was move his body, which is how your shirt got stained. Think about it, Sam. Calm down and think. Also habe ich ihn nicht erschossen? You're right. Aber ich habe ihn bewegt irgendwie. Aber der muss sicher auch in der Zeitung gewesen sein. I have the complete picture now. Okay, es muss einen Kampf gegeben haben, auf jeden Fall. Und wahrscheinlich hat er ihn die Pistole gegen ihn gedrückt und hat ihn dann erschossen, ne? Oder so, ja. Glück gehabt, dass der Monitor dahinter nichts abbekommen hat. Aber warum hat er ihn erschossen? Wer war das? Was mich wundert, dass er, als er geschrieben hat, hätte er Verletzungen von der Schlägerei gestern hier am Gesicht haben müssen. Das hat er auch nicht gehabt. Das hat mich halt gewundert. Okay, das klärt auf jeden Fall einiges auf. Blood on the shirt was Dennis's, but I didn't kill him. I found him dead. Blackout drunk, panicked. I stumbled to my car. Luckily, I ended up back at the hotel and not wrapped around a pole. Now, I know I didn't do it. The police, though, may not feel the same way. I need to search the area. See if I can find out why someone would murder Dennis. I need to find out why Dennis was killed. It may have something to do with Nick. Dennis's computer is still signed in. Seems like you didn't deserve this. No one deserves this.
Ja, das ist die Frage, ne? Warum wurde er ermordet? Also, ich meine, okay, mir wollten sie ja schon auf die Fresse hauen, weil ich mal über die Mine was geschrieben habe. Vielleicht wollte er auch wieder was aufdecken. So. Going home very light. So, wer da heute spät nach Hause kommt, tut mir leid. Ich muss ein Arschloch die Welt erklären. Ich werde nicht wach sein, um Frühstück zu machen, aber da sind ein paar Waffeln im Gefrierfach. Ja, und dann hörte es auf. Noch eine andere Möglichkeit. Das können wir lesen. Inbox können wir nichts machen. Nur B zurück. Ja, was ist mit der Inbox? Welcome to your mailbox. The drafts sind ja die Entwürfe. Posteingang. Dringende E-Mail. Emails between Nick and Dee. They're talking in codes. Nothing stated clearly. They didn't want to risk anyone learning of their meetings. Ich hätte nicht gedacht, nochmal von dir zu hören. Wenn du reden willst, dann hör ich dir gern zu. Wir können uns morgen treffen. Okay, Nick Waldron. Waldron, Waldron. Ja, wie auch immer. Urgent. Whatever Nick was looking into seemed big, but he said it fizzled out. So, hey Walt, tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, aber ich habe beschlossen, die Geschichte ruhen zu lassen. Wie es scheint, bin ich letztendlich doch in eine Sackgasse geraten. Nächstes Mal habe ich hoffentlich mehr Glück. Nick Waldron. Okay. The puzzle comes together. Dennis was reading everyone's emails. He found out that Nick hadn't stopped his investigation like he'd told Walter. And that Nick was still talking to some informant. Then he decided to tell me. And now he's dead. I need to look through any notes Nick left in his office and check Walter's computer. They have to have something for me to go on. Nick must have left some notes behind somewhere. Walter also might have something on Nick's work. I should look around. Das ist hier nur ein Namensschild. Ein Haufen Elektronik. There's a lot of junk in here, but none of it is useful to me. Tja, wo hat er die Unterlagen? Also ich müsste jetzt über seine Leiche treten, aber das möchte ich natürlich nicht. So, wenn ich jetzt gucke. Im Computer ist auch nichts. Warte mal, hier ist nur ein Namensschild. Hier ist auch nichts. Vielleicht liegen hier un irgendwo anders Unterlagen noch. Walter always treated us like family. Alter Schreibtisch. Ey, der steht da immer noch und immer noch seine Sachen vor 2 Jahren. Das finde ich ja mal interessant. So, wir könnten hier nochmal gucken, ob er vielleicht irgendwo was liegen lassen hat hier. Passwort eingeben. There might be something around here that hints at Walter's password. My heart's desire. It could mean a person, but also a place. Ugh. My heart's desire. It could mean a person, but also a place. Walter was never tech savvy. He just uses words that mean something to him.
There's a good chance there's a clue in his office. Walter's desk is just like him, big and full of mystery. So, the Inkspots Greatest Hits. Okay. Es ist höchste Zeit, dass wir mal jemand die echten Klassiker nahebringen. Lass mich wissen, wie du das findest. Einen Brief gibt es auch. Sehr geehrter Herr Mr. Dodson, gemäß dem Wunsch Ihrer Mutter freue ich mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass sich Ihre Mutter auf dem Weg zur vollständigen Genesung befinden. Nach einer gründlichen medizinischen Untersuchung ist sie nun imstande, unsere Obhut zu verlassen. Gemäß meinen Empfehlungen wird sich Miss Judith in Kürze auf den Weg nach Costa Rica begeben. Das wärmere Klima wird ihr helfen, zu ihrer frühen Stärke zurückzufinden. Sollten Sie weiteren Klärungsbedarf haben, so zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren. Ihre Mutter bat mich außerdem, Sie daran zu erinnern, dass Ihre eigenen Kontrollversuche bei Dr. Chavez schon lange überfällig ist. Mit freundlichen Grüßen. Okay. Postkarten. Ich hoffe, du arbeitest nicht schon wieder so viel. Du musst mich in Playa Langosta besuchen. Es ist so schön. Katzenfoto. Been Walter's cat for years. Maybe he set her name as his password. Tja. Prin never looked happy a day in her life. Been Walter's cat for years. Maybe he said her name is his password. Können wir mal probieren. Ob das funktioniert? Ja, ich weiß gar nicht, ob er das jetzt kennt. Das Passwort von Walter. Also ob er den Namen der Katze kennt. That's not it. I have to keep looking. Okay, Prime war es ja nicht, ne? That's not it. I have to keep looking. Okay. Ist irgendwas anderes sein. Good for Walter that Judith is doing all right. She means the world to him. So much so that she could be his password. Hier, probieren wir es mal mit ihr. Vielleicht ist das richtige Passwort, Judith. Judith auf jeden Fall. That's not it. I have to keep auch looking. Nicht. Oh. Also Katze bedeutet ihm alles, Judith bedeutet ihm alles. Is Granddad Rock a thing? If so, Walter and Anna are both into it. Er sagt da nicht, das könnte Briefe haben wir schon, die haben wir schon durchgeguckt. Katzenfoto haben wir schon durchgeguckt. Postkarten nochmal betrachten. He can't stay still. Ich hoffe, du arbeitest nicht schon wieder. Du musst die Playa Longosta besuchen. Okay. I can't imagine Walter getting a suntan at the beach. He can't stay still. So, dann haben wir das Bild haben wir betrachtet. Die Katze ist es nicht. Die Postkarten haben wir betrachtet. Die Vinyl haben wir betrachtet. Wir haben jetzt die Briefe, die haben wir uns angeguckt. Kann man die nochmal irgendwie betrachten? Walter, that Judith is doing all right.
She means the world to him. So much so that she could be his password. Tja. Wir haben aber leider nur zwei Hinweise gefunden. Also wir haben jetzt nur einmal Brian und Judith, aber es waren beide Passwörter ja nicht. That's not it. I have to keep looking. That's not it. I have to keep looking. Tja. Okay, dann gucken wir mal an die Pinnwand. Notizen. Just reminders. Nothing that could be used as a password. She used to be the office administrator ages ago. A photo Walter took of his first desk on his first day of work. Nick inherited it. Notizen haben wir schon durch. Das haben wir auch schon angeguckt. Wir können ja trotzdem mal draufklicken. Nee. Okay, dann können wir nochmal hier gucken. Walter hat es trotz eines Freiberuflerstatus angefertigt. Der Hinweis muss ja auch nicht direkt am Schreibtisch sein. All his first editions, but Alice in Wonderland always came out on top. Wouldn't be surprised if that was his password. Wir probieren was mal. Das wäre für das Spiel auch naheliegend, weil dann würde man es ja sonst zu schnell finden. Okay, hier können wir aber auch noch mal gucken. Walters Lieblingsartikel. Walter had this article framed after he saw the boost in traffic the Haven got. Basswood is his blood and soul. Wouldn't surprise me if he said it as his password. Wir haben auf jeden Fall jetzt erstmal ein paar Möglichkeiten, das ist schon mal gut. Das mit Alice finde ich naheliegender, muss ich ehrlich sagen, weil das auch hinten ein bisschen weiter versteckt ist und die Programmierer bauen ja die Spiele meistens so, dass man ein bisschen länger braucht. Ne? Deswegen gehe ich erstmal auf Wunderland. That's not it. Nee, oi. Habe ich mich aber getäuscht. So, Buzzwood. And I'm in. Jo, wir sind drin, super. See what secrets you got in here, Walter. So, von Walter, Buzzwood Jungle. Ich wollte dir erneut aus tiefstem Herzen für deine Hilfe danken. Du bist eine Gelehrte und eine Heilige. Wie es aussieht, habe ich mich völlig umsonst Sorgen gemacht. Danke, dass du mich beruhigen hast. So, Datei öffnen. Mostly standard so far. By the book. I see why Walter wasn't worried. Einzelheiten der Untersuchung. Name Niklas Waltron. Fahrzeuge Farbe Rot. Unfallhergang. Auto an einem Baum gefunden, von Trümmern umgeben. Feuer brach beim oder nach dem Aufprall aus. Der Wagen brannte mit Niklas Waltron auf den Fahrersitz aus. Reifenspuren und andere legen nahe, dass der Fahrer von einem Tier erschreckt wurde und mit hoher Geschwindigkeit von der Straße abgekommen ist. Fahrer war vermutlich angetrunken. Wait, that doesn't make sense. Nick would never drive without his seatbelt on. So, Airbags ausgelöst, Sicherheitsgut nicht angelegt. Fenster geschlossen, Fahrer war vermutlich betrunken und hat vergessen, sich anzuschnallen. Das Feuer brannte in einem kleinen Bereich um das Auto nieder. Breitete sich jedoch nicht aus. Es ist ungewiss, ob der Fahrer den eigentlichen Unfall überlebt hat und erst durch das Feuer ums Leben kam. Stumpfe Gewalteinwirkungen, das Einatmen von Rauch oder Verbrennung sind alles mögliche Todesursachen. And he always kept his window open. Okay, gucken wir mal weiter. Burned, though that's very uncommon in most crashes. Was wird Polizeidienststelle Unfallbericht? Art des Unfalls, Verkehrsunfall. Alter, das ist aber echt. Vielleicht wollten sie den Unfall vertuschen. Walter got the police report from Bess. Nick was supposedly drunk at the wheel, which doesn't sound like him.
and his seatbelt was off and his windows up, which both sound very wrong. Walter seemed to buy it, but I don't know if I do. I think it's time I check Nick's office. Hope he still leaves his notes out. Okay, hier liegt ja Dennis, also müssen wir zu Nick. Müssen wir am Namensschild erkennen. Das ist Taras Namensschild. Hier ist Nicks Büro. Nick's computer is missing. Took it home to work or stolen? Fehlender Computer. The only thing she cared about then was looking at bugs and drawing them. Weird. Nick was always more a fan of beer than working late. Ich habe Pepperoni Rolls im Kühlschrank gelassen. Arbeite nicht so lange. PS, nächstes Mal bist du dran. Ja, alle hier irgendwie fett lange am Arbeiten. I don't need everyone staring at me. Okay, ich hätte eher gedacht, dass er die CD-ROM nimmt, aber... So, fehlender Laptop haben wir ja schon betrachtet. Das Bild haben wir schon betrachtet. Hm. Ob er hier noch irgendwelche Notizen hat. Das ist die Pinnwand. Notizen. Valid question. Still not sure. They don't even work here anymore. Someone should really clean up this board. Nick's handwriting. Always paranoid about forgetting things. Nicht vergessen. Question. Still not sure. Ja. Die Haftnotizen haben wir auch gesehen. Nix Regal. Nix Schubladen, da könnten wir nochmal gucken, ob wir da überhaupt rankommen. Er scheint nichts weiter hier zu haben, also. The only thing she cared about then was looking at bugs and drawing them. Tja, was ein bisschen komisch ist, ne? Wir haben jetzt hier alle Hinweise durchgeguckt. Okay, hier gibt es nochmal ein Nicks Namensschild. Nix Regal. Archive können wir nochmal gucken. If I had the code, I could get in here. Okay. Wie viel sind denn das? Nope. And with something like 10,000 combinations, I doubt I'll stumble on it. I should keep looking. So, wir gucken uns nochmal die Notizen an, weil da war doch irgendwo eine Zahl. Haftnotizen, wo waren die hier?
23:41 nicht vergessen. Okay, 23:41. Probieren wir das mal. If I had the code, I could get in here. So, 2, 3. It was a good guess, just not the right one. Falsch. I should keep looking. Okay, pass auf, dann machen wir es mal andersrum. 1, 4, 3, 2. Nope. And with something like 10,000 combinations, I doubt I'll stumble on it. I should keep looking. Okay, er hat gesagt 23:41, ne? War ja das, wo er gesagt hat, bitte nicht vergessen. Okay, nochmal betrachten. Still not sure. Second Soon, 23:41. Nick's handwriting. Always paranoid about forgetting things. They don't even work here anymore. Someone should really clean up this board. Valid question. Still aber 23:41, das muss doch passen. Ich meine, hier gibt es keine andere Zahl. Warum? Macht doch keinen Sinn. Warte mal. Obwohl, da steht ja. Gucken wir uns die nochmal genau an. 23:41. 23 geteilt durch 41. Good guess, just not the right one. I should keep looking. Okay, dann teilen wir das mal. Ist ja noch eine andere Möglichkeit. Es muss auf jeden Fall die 4 Zahlen sein. Und so viel Möglichkeit hat man da ja gar nicht. Warte mal, wir machen das mal ganz locker. 1, 2, 3, 4. Something like 10,000 combinations, I doubt I'll stumble on. Ja, so viel 10.000 sind es gar nicht. Weil es halt 4 sind. Dann haben wir mal 1, 3, 2. Nope. Ah. And with something like 10,000 combinations, I doubt I'll stumble on it. I should keep looking. Was man natürlich auch machen kann, man kann sagen 43, 21. Something like 10,000 combinations, I doubt I'll stumble on it. I should keep looking. So, man könnte auch sagen 2 3 1 4. Nope. And with something like 10,000 combinations, I doubt I'll stumble on it. Okay, einmal probieren wir es noch mal ohne zu gucken. 4 2 1 3. Nope. And with something like 10,000 combinations, I doubt I'll stumble on it. I should keep looking. Nix Regal, das finde ich auch ein bisschen blöd. Da kann ich überhaupt nicht gucken. Das Einzige, ich kann die Pinnwand untersuchen. Nix Schubladen, da kann ich auch nichts machen. Ich kann den Schreibtisch untersuchen. Das ist halt nur der fehlende Laptop, da ist das Foto. Notiz. Nur fehlende Laptop. Vielleicht hat er auch irgendwo, warte mal, vielleicht steht irgendwo ein Laptop rum, den ich nehmen kann oder so.
Tagebuch. Ah, 3121. Kann es das sein? 4 digits. Wonder if that's the new code for the archives. Okay. Ist ja mal ein ganz anderer Ansatz, den wir jetzt hier nehmen. Probieren wir das doch mal. So, 3121. Thanks, Bug. Jawohl, wir haben's. Obsessive snooping pays off. Nick always kept extensive records of his work. He was almost obsessive. How could there be so little information regarding his last investigation? Sprunghafter Anstieg der Arbeitslosigkeit nach Stilllegung der Mine völlig normal. Kurve flachte im letzten Jahr etwas ab. Erholung, Zahlen sehen gut aus. Trend oder Ausreicher? Brauchen mehr Datenpunkte. Nick was looking into the impact the closure of the mine had on Basswood. What was he looking for? So, Name des Passagiers, Nick Waldron. Gloria, Zug Nummer 254. Nick was traveling all over. Train tickets, hotel bills, out of state even. He was tracking something, or someone. Nick had a contact. Same name as in the email. He was onto something big. So, mit der nervöser Typ, aber könnte was Nützliches wissen. Zweites Treffen mit D. Das tatsächlich, aber D, da wahrscheinlich Dennis, tatsächlich eine Spur. Vorausgesetzt, dass er nicht nur Quatsch erzählt. Will sich immer an gruseligen Orten treffen, hat vielleicht zu viel Filme gesehen. Mit dem muss, D für Dominik, muss ihn zum Frühstück einladen und er sagte, dass wir uns nicht mehr treffen können. Scheint eine Sackgasse zu sein. Dachte, ich hätte ihn verloren. Gut, dass er wieder reden will. Tja. Aber Nummer 1, Nummer 2. Ja, eigentlich wieder zurückgehen, ne? What Nick was looking into was something big and dangerous. It's why he was so careful. So, das haben wir jetzt alles gemacht. Sprich mit Dennis, beruhige dich, durchsuche den Schreibtisch. Durchsuche Nicks Schreibtisch, durchsuche Walters Schreibtisch. Okay. So, did you come to the logical conclusion to this mess we're in? Just a hint. We should get out of town immediately. Dennis tried to talk to me about Nick and that's what got him killed. Exactly, like I said. You should get out of town. And the details of Nick's death, it doesn't sound like him. 2 years is a long time, Sam. He may have changed more than you know. Changed decade-long habits? I need to go to the crash site. Just remember, if you're right... Sam? What's happening? Dennis. That's Dennis. What happened? Is he... Anna, listen to me. He is dead. Dennis is dead. Don't panic. Oh my God, no. It's... How could this happen? He died last night. Hours ago. Not much we can do right now. He asked me to meet him here after, but I was so drunk I arrived late. And the person that actually showed up killed him. Your bloody shirt was clearly from this. That means you were here yesterday. It links you to the crime scene. And you've been running around town all morning asking about Dennis. It won't look good. We need to call the police. They'll think I killed him. I thought I did at first. I have no alibi. This is not about you. Dennis had a family. They have to know what happened. It's the right thing to do. Do you want Walter to find his body come Monday? She has a point. Someone is gonna find him eventually. Involving the police would only slow us down. I'll be more efficient on my own. Efficient and possibly friendless. You've already trusted Anna once. I suggest you keep on that road.
Ja, wir rufen die Polizei. Halt hier auch für sinnvoll. Okay. But not that phone. Use one of the landlines here and don't leave your name. You remember I'm a journalist, right? I know how to keep things confidential. Also, I think whoever did this might be linked to Nick's accident. This is about Nick? The crash? I'm going to the crash site to confirm my suspicions. I'm going with you. I don't know if that's a good idea. You trusted me before. It's only fair I do the same for you. I'll call the cops from here so they can't track us. All right. Here we are. It barely looks like anything happened. It's been a week. We'll find something. I know we will. Is it okay if I stay here? I don't think I'm ready to... Sure. I doubt I'll be good company anyway. You mean you're overfocused to the point of non-reactive thing? I remember. Especially how you always end up being right, somehow. I hope. I don't know what I'm hoping for. Yeah, me neither. Ja, ich kann ganz gut nachvollziehen, dass sie nicht mitkommen möchte. This is the place. Get to the bottom of this. First, gather the clues. Cold, hard, plain facts. That's the only way I'll know what really happened. Ja, Freunde, jetzt wird's spannend. Was ist passiert? Das ist der Tatort. Hier ist der Unfall geschehen. Ich würde sagen, ich mache an dieser Stelle aber erstmal Schluss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns auf jeden Fall in eines der nächsten Videos. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und dann, ja, ein paar Kommentare da zu lassen. Den Daumen nach oben ein bisschen penetrieren, würde ich mich freuen. Und dann bis dahin, bis zum nächsten Mal.